So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Spore. Wir sollen bei diesem Planeten ein bisschen Terraforming betreiben. Genau genommen sollen wir ihn auf T-Score 3 bringen. Das wird unangenehm. Wir können ja erstmal die Luft erhöhen, also die Wolken anhäufen. Dann steigt der rote Punkt nach oben. Geh mal da weg. Allerdings müssen wir dazu gleichzeitig auch die Temperatur runtersetzen. Jetzt gehe ich mal gucken. Werkzeuge, Planetenatmosphäre. Wir haben hier ein Terraformer 3 Plakette für Kühlschrankstrahl. Damit könnten wir dann gleichzeitig die Temperatur senken und... Also, ne, könnten wir die Temperatur senken, nachdem wir die Atmosphäre erhöht haben. Wir könnten aber auch das hier kaufen. Senkt die Temperatur und hebt die Atmosphäre. Können wir aber noch nicht kaufen. Ja, das ist halt... beides heben. Das wäre jetzt nicht unbedingt das. Den haben wir schon, brauchen wir hier nicht. Und den brauchen wir hier auch. Wir müssen unbedingt Planeten Terraformer 3 Plakette bekommen. Oder Missionista und Reich 4. Dann gucken wir mal nach, was wir für die Terraformer 3 brauchen. Terraformer 2 haben wir ja schon. Scheinbar. Vielflieger, Entdecker. Entdecker. Kaufmann, Missionar. Missionar 4 Plakette haben wir scheinbar bald. Terraformer 3. Verbessere 10-mal den Terra-Score auf Planeten, um den Terra 3 zu bekommen. Hitze- und Kühlschrankstrahl. Da können wir hier ein bisschen mit Wolken rumpusten. Dann sehen wir auch gleich, wie sich das so benimmt. Okay, die Oberfläche wird erstmal rosa. Unsere Energie nimmt nur noch ganz langsam ab, das gefällt mir. Als ich das nämlich neu hatte, da war meine Energie quasi sofort weg, als ich das gemacht habe. So. Und da ich jetzt schon sehe, dass die Temperatur zu hoch ist, knall ich da einen Eissturm drauf. Wir haben einen erträglichen Atmosphärenbereich. Das heißt, wir können jetzt erstmal loswerden, was wir aus Versehen zu viel eingesammelt haben. Nämlich zum Beispiel den Blattikus. Bei Pflanzen haben wir den Vorteil, da können wir einfach runterschmeißen. Wir haben jetzt eine große Pflanze gesetzt, eine kleine. Jetzt können wir noch eine mittlere und eine große hinschmeißen. Und haben die Grundlage zum Stabilisieren des Ganzen hier gelegt. Das heißt, wir können jetzt mit Tieren anfangen. Und da wäre natürlich cool, wenn wir ein Pimpfi hier setzen. Den müssen wir aber ganz runterporten. Und... Ja, haben wir noch einen Pflanzenfresser dabei? Lebensstein, Macht. Natürlich haben wir Larrys dabei. Habe ich angeklickt. Larry. Du solltest doch jetzt hier gelandet sein irgendwo. Da. So, Block. Hingeschäppert. Und damit wir den alles fressen haben, machen wir so. Zoologie 2 Plakette. Ich kann einen. Hä? Bioprotektor und Monolith haben. Auf jeden Fall, das zählt jetzt schon zu unserer Terraformer-Plakette. Wo auch immer sie war. Öko-Held. Hier, jetzt haben wir schon 8 von 10. Und
Fülle 20 Ökosysteme. Da müssen wir jetzt nämlich gucken, was wir hier an Werkzeugen bekommen haben. Um die Häufigkeit Umweltkatastrophen zu senken. Ja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht machen. Okay. Weil wir, solange wir Biokatastrophen haben, können wir ja noch da den Vorteil draus ziehen, dass wir die Bio-Held-Plakette machen, also die Öko-Retter. Monolith auf eine Stammes- oder Zivilisationsplaneten platzieren, um mit dort, um die dortigen Spezies weiterzuentwickeln. Beruhigen, um einen Angriff. Okay. Ja, gut. Also nicht so richtig interessant für uns gerade, weil wir sind ja im Prinzip hier nur am Massenbesiedeln. Aber bevor ich jetzt hier die Aufgabe weitermache, weil von 2 auf 3 kostet es immer mehr. Heiß super. Super, was auch immer. Ist das wirklich unsere Aufgabe? Untersuche die Lebensform auf... Irgendwas will schon wieder was von uns. Ich weiß aber nicht was. Plüscho, Plüscho, Plüscho. Ah ja. Also wir haben uns gerade mit denen angelegt, deswegen mache ich das mal. Zerstöre sämtliche Geschütze des Algoron-Reichs. Nö. Ich will mich ja nicht mit anderen anlegen. Untersuche 3 Pflanzen. Und... Terraforme. Ja, das hier sind halt meine Lieblinge. Deswegen mache ich die Aufgaben von denen am liebsten. Aber die anderen müssen halt auch. Agaraz, was auch immer. Oh, wir sind schon hier in Terra Score 2, 1, was auch immer. Uns fehlen große Pflanzen. Slot für große Pflanzen. Scheiß drauf. Landet schon. Scan. Wir suchen kleine Pflanzen. Okay. Aber wenn wir sowieso schon da sind, können wir uns auch gleich den nächsten Terra-Level abholen. So, jetzt setzen wir fast auf den Boden auf. Bisschen Platz zwischen den beiden, damit die sich nicht gleich gegenseitig fressen. Und wir haben ganz locker eine Terraforming-Plakette. Sagen wir näher gebracht. Das müsste nämlich jetzt gezählt haben. Hier unten bei Terraformer. Nein. Nicht den T-Score verbessert, hat ihn nur stabilisiert. Das ist ja schon fast schade. Wie sieht das denn hier aus? Sicher unbewohnbar, oder? Ja, und wir können ganz problemlos einfach die Temperatur erhöhen. Also, meist ist es so, dass wenn man den Druck erhöht, auch die Temperatur erhöht. Das wäre in dem Fall sehr vorteilhaft für uns. Scheint es in dem Fall aber nicht zu tun. Strom leer.
Ich finde es schade, dass wir keinen Generator haben, mit dem wir so... Ja. Energie regenerieren auf Dauer. Aber das wäre wohl auch ein bisschen hart. Bevor ich jetzt hier aber Geld für ausgebe, kehre ich lieber zu dem Planeten zurück, der uns den Auftrag gegeben hat. Und das war... Der. Das waren wieder die Plüschhaus, ne? Die Großartigkeit deiner Daten wird noch von deinem Riecher für Profit übertroffen. Neue Entdeckerfähigkeiten, Vorrat davon beschaffen. Okay, was soll ich jetzt für sie tun? Bringe das Objekt von Luxi. Vielleicht wieder mal ein galaktisches Abenteuer, also so mit Landen und so. Das hatten wir nämlich jetzt schon ganz schön lange nicht mehr. Also ich die ganze Zeit nicht, sonst hätte ich es ja aufgenommen. Nein. Oh. Objekt soll hier liegen. Bring uns das Objekt Luxios vom Hellsuperplaneten. Okay. Dann muss ich mal gucken, wo ich hier rumfliege. Unser Scanner an. Ja, ich will auch so fliegen. Ja, für spätere Kriegsführung, wo ich erinnere mich, dass mir das mal erzählt wurde, man kann auch mit Terraforming die Planeten für andere Rassen unbewohnbar machen. Weil die ganz eigenen Ansprüche hat man ja quasi nur selber. Und für einige ist unsere beste Terra-Score die tödlichste. Na klar, also wenn die keine Atmosphäre und möglichst tiefe Temperaturen brauchen, ist mittlere Atmosphäre und tonnenweise andere Bakterien und alles für die hochgradig und giftig. Na, wo soll jetzt dieses Objekt sein? Bringe uns das Objekt Luxius ich habe keine Ahnung, wo das Objekt sein soll. Hier hat eben kurz was angeschlagen. Kann aber auch sein, dass es Quieken von irgendeinem Tier war. Ist mein Scanner wieder aus? Okay, die Aufgabe ist seltsam. Habe ich das vielleicht schon? Nein. Impf. Lebenssteine. Oh je. Von Piraten geplündert. Da fällt mir ein, das sollte ich hin. Passiert auch leider regelmäßig. Ah,
gratis, gratis Handel. Ja. Du hast Spaß, oder? Gut. Bei. Nee. Ich verklick. Das kann ich verkaufen. Ja, solange ich die hier mal ablade, bleiben sie ja dann quasi in meinem Besitz. Und da. Ja, wir haben Probleme. Da kümmere ich mich drum. UFOs auf Pierre. Was auch immer. So, da hinten ist lila. Das müssten wir sein. Hier sind die grauen. Waffen, Laser. Einer weg. Ging lieber ein bisschen. Ich habe bei solcher Aktion auch schon mal mein eigenes Volk angegriffen, aus Versehen. Ja, manchmal lassen die halt Sachen fallen und die kann man einsammeln. Und in den meisten Fällen ist es einfach nur ein bisschen Geld. Danke fürs Kommen, ohne dich und so weiter handeln. Ihr habt nichts für mich. 10 würde ich aber trotzdem nehmen. Bye. Die sind auch schon soweit gut und ich müsste wieder Temperatur ändern. Das ist ärgerlich. Ich brauche keine Kolonien mehr. Bei nächster Gelegenheit hole ich mir ein Koloniepaket. Also ein günstiges, ne? Ich kaufe nicht jetzt Vollpreis. die sind eigentlich immer die von Mel ins Gleichgewicht. Ah, hier Mel. Machen wir. Wenn wir sowieso schon da sind. Hauen sie rein. So, sammle Proben von Pflanzen und so weiter. Sammle Proben von Pflanzen und Tieren. Bringe sie ins Ellen-System. Stelle das Gleichgewicht im Ökosystem her, indem du oben in der richtigen Reihenfolge hinzufügst. Erstmal scannen wir hier. Scannen wird nicht falsch sein. So. Dann, bevor wir wieder alles kaputt machen, wir haben jetzt die Proben. Sammle Proben. Was gibt's schon wieder? Gut, nichts. Ich mache jetzt ganz bewusst auf dem Planeten extra nichts. Bringen Sie ins Ellen-Stern-System. Ich bin im Ellen-Stern-System, oder? Mir fehlt kleine Pflanze hier. Kleine Pflanze. Ah, nehme ich lieber die. Inventarplatz. Jetzt sollen wir wieder Tiere auf die Oberfläche schmeißen. Da gehe ich lieber ganz ran. So. Aber wir brauchen das. Da haben wir die Larrys und die Groms. Oder Groms. Eins.
3. Und dann haben wir noch den Fleischfresser, Allesfresser-Slot. Komm ein bisschen weiter weg. Erstatte den Planetenbericht. Was hält was? Du hast einen wundervollen Rohstoff auf dem Planeten Mel gerettet. Andellen. Gewürzlager haben wir genug, dann holen wir uns Kolonien, so viel wie geht. Und wo wir die platzieren, sehen wir leider erst in der nächsten Folge, weil wir jetzt schon wieder Folgenende haben. Ich würde mal soweit sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!